Ja, herzlich willkommen zurück zum dritten und voraussichtlich letzten Teil zu Kapitel 7 zur Grundlagen der funktionalen Analysis. Was wir jetzt bis jetzt geschafft haben in diesem Kapitel, war die Betrachtung von kompakten, also stetigen Funktionen mit kompakten Träger und gerade im letzten Video den Hölder-stetigen Funktionen, was eine sehr wichtige Funktionenklasse ist, weil viele Dinge in der zum Beispiel Theorie der partiellen Differentialgleichung über Lipschitz-Bedingungen laufen. Und Lipschitz-Bedingungen haben wir gesehen, ist ein Spezialfall von Hölder-Bedingungen und dementsprechend kann man da gewisse Analogien ziehen und Erweiterungen formulieren. Das heißt, die Betrachtung dieser Räume ist schon recht elementar. Jetzt wollen wir uns einer vielleicht bekannteren Klasse Räumen zuwenden, aber wir werden gleich sehen, dass die Räume nicht schöner werden von der Betrachtungsweise her. Und zwar sind das Räume differenzierbarer Funktionen. Das ist sozusagen das Themengebiet des letzten Videos. Und damit wir erstmal verstehen, warum differenzierbare Funktionen Räume nicht so wirklich schön im eigentlichen Sinne sind, fangen wir mal mit einem Negativbeispiel an. Und zwar ein Negativbeispiel, das sehr leicht zu formulieren ist und auch gar nicht so schwierig zu beweisen ist. Man muss nämlich eigentlich nur ein einziges Beispiel angeben. Und derer gibt es halt nicht nur eines. Also man ist da ein bisschen wahlfrei. Und zwar die Menge C1ab der stetig differenzierbaren Funktionen. Diese Menge ist im Banachraum. Banachraum ist eine sehr starke Eigenschaft, eine sehr schöne Eigenschaft, da kann man sehr viel mitmachen. Ist im Banachraum ja CAB, also der Raum der stetigen Funktionen, ausgestattet mit der Supremumsnorm, das ist ein Banachraum, nicht abgeschlossen. Das ist insofern schade, weil wir würden natürlich eigentlich gerne C1AB mit der Supremumsnorm ausstatten und dann sagen, jo, ist abgeschlossen. Weil dann könnte man mit der Supremumsnorm stetig differenzierbare Funktionen untersuchen. So einfach geht es nicht. Und wir werden nämlich zu diesem Zweck im nächsten Satz sehen, wenn wir eine geeignete Norm wählen, dann wird C1AB ein Banachraum. Und diese geeignete Norm ist aber leider nicht ganz so schön wie diese einfache Supremumsnorm, sondern man muss ein bisschen drum tricksen. Ist aber von der Konstruktion her nichts Schlimmes, aber man muss halt drauf kommen und mal ein bisschen rumprobieren. Das ist halt immer so. Ja, Beweis hiervon, was müssen wir machen? Wir nehmen uns einfach, oder wir zeigen, dass es eine Folge von Funktionen gibt, die alle stetig differenzierbar sind und gleichmäßig gegen die Betragsfunktion konvergieren. Und dann haben wir nämlich ein Element gefunden als Grenzfunktion, das definitiv nicht stetig differenzierbar ist, weil der Nullpunkt Probleme macht. Und zwar ohne Einschränkung nehmen wir zunächst mal an, wir konzentrieren uns bei AB auf das Intervall minus 1, 1, weil wenn es für das schon nicht klappt, dann klappt es natürlich für die Allgemeinen erst recht nicht. Und jetzt zeigen wir eben, dass es so eine Folge gibt. Und zwar definieren wir Fn von minus 1, 1 nach R durch eine relativ simple Funktionenvorschrift, nämlich Fn von x gleich. Das soll die Wurzel sein aus 1 durch n Quadrat plus x Quadrat. Mit dem Ziel, von der Konstruktion her, wenn das n gegen unendlich geht, fällt das hier weg und es bleibt der Betrag stehen. So ist die Intention dahinter. Das müssen wir jetzt ein bisschen kurz sauber ausführen. Da ist nicht viel Problematik hinter, aber man muss es einmal hinschreiben. Was zunächst mal offensichtlich ist, x² ist stetig. Wenn ich dann eine Konstante, für jedes n ist es ja eine Konstante, drauf addiere, dann ist das auch wieder stetig als Polynom. Und wenn ich die Wurzel daraus ziehe, ist das stetig als Komposition stetiger Funktionen. Insbesondere kann ich die Wurzel ableiten und ich kann das Innere ableiten. Das heißt, nach Kettenregel ist das eine Komposition diffbarer Funktionen und somit ist Fn offensichtlich in C1. Also Fn, nee. Jedes einzelne Fn ist in C1 minus 1, 1 für alle n aus n. Also das ist sozusagen das Erste, was uns auffällt. Ja, was gilt weiterhin? Die punktweise Konvergenz ist nicht schwer einzusehen. Denn wenn ich jetzt den Limes n gegen unendlich laufen lasse, fn von x, ist das ja der Limes n gegen unendlich über diese Wurzel. Die Wurzel ist stetig, den Limes darf ich reinziehen, also was bleibt stehen? Wurzel x Quadrat und das ist der Betrag von x. Das heißt, wir haben schon mal eine Folge gefunden, die punktweise dagegen konvergiert. Jetzt müssen wir aber noch die gleichmäßige Konvergenz begründen. Ja, was machen wir für die gleichmäßige Konvergenz? Wir gucken uns einfach mal die Distanz von
von den Fn zu F an und gucken, dass das gegen 0 geht. Und das müssen wir jetzt nur noch sauber machen. Das heißt, wir gucken uns an, Betrag Fn von x minus F von x. Das ist nichts anderes als Betrag Wurzel 1 durch n Quadrat minus x Quadrat. Entschuldigung, habe ich minus? Ne, plus, alles gut. Plus x Quadrat, hier ist ein Fehler. Plus x Quadrat minus den Betrag von x. Na, minus wäre auch blöd. Von wegen Wurzel. Ja, das ist natürlich erstmal nichts anderes, als wenn ich sowieso den Betrag weglasse. Warum kann ich den Betrag hier einfach weglassen? Ich werde mich hier dem Betrag von x immer von oben nähern, weil ich hier 1 durch n Quadrat drauf addiere. Das heißt, die Wurzel aufgrund Monotonie wird immer größer sein als das hier hinten. Das heißt, ich kann den Betrag einfach weglassen, weil die Summe größer sein wird. Und genau diese Monotonie nutze ich jetzt nochmal aus, wenn ich das hier abschätze. Und zwar sage ich einfach, das ist kleiner gleich als die Wurzel aus 1 durch n Quadrat plus die Wurzel aus x Quadrat minus den Betrag von x. Also hier an beiden Stellen geht Monotonie der Wurzel ein. Deswegen schreibe ich das hier einfach mal so lapidar hin. Ja, und jetzt ist relativ klar, das hier ist auch der Betrag von x, minus den Betrag von x ist 0. N ist natürlich, das heißt, das da hinten ist einfach 1 durch n. Und das geht tatsächlich gegen 0 für n gegen unendlich. Das heißt, fn konvergiert gegen f gleichmäßig, aber f definitiv nicht in c1 minus 1, 1. Und daraus folgt eben die Behauptung, dass diese Menge nicht abgeschlossen sein kann. Zumindest nicht in diesem Banachraum. Ist eine relativ einfache Konstruktion. Muss man sich halt überlegen, wie man diese Funktionenfolge bastelt. Da steckt aber erstmal noch kein großer Trick hinter. Jetzt wollen wir mal untersuchen, was passiert denn, wenn ich c1ab, also die Menge der stetig differenzierbaren Funktionen, mit einer anderen Norm versehe. Wird das dann Banachraum und Satz 7.9 sagt, jo, das geht, wir finden da eine Norm. Und zwar ist C1AB mit der C1-Norm, wer hätte es gedacht, FC1, ist ein Banachraum. Jetzt muss ich nur noch sagen, was soll die C1-Norm sein? Ja, die C1-Norm mit Norm FC1, das ist das Supremum, also die Supremumsnorm von F plus die Supremumsnorm der Ableitung. Und das reicht tatsächlich aus. Daraus, mit dieser einfachen Konstruktion, kriegen wir einen Banachraum hin. Jo. Was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, zunächst mal ist das eine Norm. Und dann müssen wir zeigen, dass es vollständig bleibt. Jo. Also erstens die Normiertheit. Ja, also was zunächst mal sofort sehen können, das sind beides Normen. Das heißt, die sind beides größer gleich 0. Das heißt, Norm FC1 ist schon mal größer gleich 0. Das ist trivialerweise erfüllt. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wann ist denn hier die Norm FC1 wirklich gleich 0? Das ist dann der Fall, wenn die Summe von Sub, also von F Sub und F Strich Sub, wenn das gleich 0 ist. Das sind beides positive Zahlen und die Summe von positiven Zahlen ist nur 0, wenn beide 0 sind. Ups, da ist ein Strich zu viel irgendwo. Jetzt ist einer zu wenig. So, das gleich 0. So, und jetzt haben wir also, das Supremum der Ableitung ist 0 und das Supremum der Funktion ist 0. Die erste Bedingung, also dieses Supremum f' gleich 0, das sagt ja nur, dass f ist konstant. Jetzt muss aber davon die Supremumsnorm auch noch 0 sein, das heißt, diese Konstante wird auf 0 gedrückt. Das heißt, f ist selber die Nullfunktion. Weil sonst kriegen wir das nicht hin. Und zwar f gleich 0 auf ab natürlich nur, weil dann nur da betrachten wir es gerade. Das heißt, die positive Definitheit haben wir schon mal. Das wäre sozusagen der erste Punkt. Jetzt müssen wir uns angucken, dass das auch unter skalarer Multiplikation verträglich ist. Das heißt, wir gucken uns an die Norm Alpha f C1. Ja, das ist dann einfach Betrag Alpha mal Norm f sub plus Norm f Strich sub. Man kann das hier einfach so lapidar hinschreiben. Was müsste man eigentlich machen? Man müsste ausformulieren Norm Alpha f sub plus Norm Alpha f Strich sub.
Dann zieht man die Beträge Alpha aufgrund der Normeigenschaften der Supremumsnorm raus, dann klammert man das Betrag Alpha aus und dann hat man die Homogenität da stehen. Muss an der Stelle mal kurz einen Schluck trinken, ich kriege nämlich langsam so ein kleines Pappmaul. Ja, und das hier, was hier jetzt steht, das ist natürlich nichts anderes als Betrag Alpha mal die Norm FC1. Und das ist gerade die Homogenität, damit wird die geregelt. Was bleibt noch? Bleibt die Dreiecksungleichung. Also sein FG aus C1, AB. Ja, dann folgt Norm F plus G C1. Das ist nichts anderes als die Norm F plus G in der Subnorm plus jetzt eigentlich die Norm von in Klammern F plus G Strich. Das sparen wir uns mal, weil wir wissen, es gilt die Summenregel für Ableitung. Das heißt, wir haben F Strich plus G Strich Sub. Ja, jetzt wendet man da die Dreiecksungleichung an, die ja für die Norm gilt, weil wir haben ja hier eine Supremumsnorm stehen. Das heißt, das ist kleiner gleich die Norm F Sub plus die Norm G Sub plus die Norm F Strich Sub plus die Norm G Strich Sub. Das ist ein bisschen langwierig hier. Ja, und jetzt sehen wir, hier steht die Norm von F in der C1 Norm. Und wir sehen hier in den anderen beiden, da steht die Norm von G in der C1 Norm. Ja, und das heißt, wir müssen jetzt hier nur noch ein Plus dazwischen schreiben. Und dann haben wir die Normiertheit im Wesentlichen fertig. Das heißt, Norm F C1 ist wirklich eine Norm. Und das wiederum heißt x gleich C1 AB mit dieser Norm ausgestattet ist normierter Raum. Das ist ja schon mal die Hälfte sozusagen für den Banachraum. Jetzt müssen wir eben nur noch zeigen, dass dieser Raum auch wirklich vollständig ist. Das ist nämlich das, was noch fehlt. So, das machen wir im zweiten Schritt. Was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, wenn wir eine Cauchy-Folge in x haben, also in diesem x hier, dann ist die konvergent. Also sei nun Fn eine Cauchy-Folge in x. Ja, was heißt Cauchy-Folge in x? Es existiert, nee, für alle, nee, doch, es existiert ein N0 aus n. Nein, es existiert nicht 1 für alle, sondern für alle existiert 1. Oh. Für alle Epsilon größer 0 existiert ein N0 aus n, sodass Norm Fn minus Fm jetzt natürlich gemessen in der C1-Norm kleiner wird als Epsilon für alle n, m größer gleich n0. Das bedeutet aber natürlich auch, wenn ich das jetzt ausxe, was hier drin steht, ist das ja einfach die Summe von Sub und der Ableitung. Das heißt, was hier steht, ist nichts anderes als Fn ist die Cauchy-Folge bezüglich der Supremumsnorm. Wenn ich bezüglich Supremumsnorm eine Cauchy-Folge bilde, bilde ich die Cauchy-Folge in L unendlich. Das brauchen wir zwar jetzt nicht explizit, aber ich schreibe es mal hin, damit es dem Verständnis einmal klar wird. Und ja, die Ableitungsfolge Fn' ist Cauchy-Folge bezüglich der Subnorm. Also ebenfalls eine Cauchy-Folge in L unendlich. So, und jetzt müssen wir das nur noch kombinieren, dass man daraus wirklich die Cauchy, dass man daraus wirklich die Konvergenz kriegt. Was brauchen wir? CAB, also der Raum aller stetigen Funktionen auf AB, der ist vollständig. Und jetzt erinnern wir uns mal zurück ganz an den Anfang. Wir haben ja gewissermaßen gezeigt, dass der Raum CC von R hoch n dicht in LP liegt. Dann haben wir gesagt, dass C10 eine Teilmenge von CAB ist. Und daraus bekommen wir jetzt im Prinzip geschenkt, dass aus der Vollständigkeit von dem CAB damit folgt, dass Fn und Fn' konvergent sein müssen. Als Cauchy-Folgen in vollständigen Räumen. Das ist jetzt ein bisschen Quatsch gewesen. Streicht einfach mal den Anfang des Satzes mit dem Anfang des Kapitels, weil da haben wir ja p gleich unendlich explizit ausgenommen. Hier hatten wir ja l unendlich drin. Das war Quark.
Also hier können wir es wirklich rein über die Vollständigkeit dieser Räume argumentieren, weil dadurch, dass die vollständig sind und das hier jetzt sozusagen Teilmengen sind dieses Raumes, weil wir ja stetig differenzierbare Funktionen hatten, ist das hier ja auch wieder stetig. Da müssen die als Cauchy-Folgen in den Räumen natürlich konvergieren. So rum ergibt das viel mehr Sinn. Ups. Konvergieren gegen Funktionen f und g. Und diese f und g, die sind natürlich dann wieder stetig. Also f, g sind weiterhin in CAB. So, und jetzt wissen wir, naja, wenn das hier gegen g konvergiert und das hier gegen f konvergiert, dann haben wir in der Anna 1, 2 mal irgendwann einen Satz zu so gleichmäßiger und punktweiser Konvergenz. Das sagt uns dann nämlich sofort, dass f' gleich g ist. Das heißt, f ist in C1 AB. Und das heißt, Fn ist konvergent. Und das heißt, wir hatten eine Cauchy-Folge, die konvergent ist. Und das heißt wiederum, x ist vollständig. Und damit haben wir den Banachraum. Das heißt, unter dieser neu eingeführten Norm haben wir tatsächlich einen Banachraum da stehen. Das haben wir vorher nicht geschafft, weil vorher hatten wir es nur versucht mit der Supremumsnorm. Da haben wir aber gerade in 7,8 gesehen, dass das nicht hinhaut mit Banach. Aber wenn wir halt diese C1-Norm speziell dafür basteln, dann haut's hin. Das ist nämlich gerade einer der großen Vorteile. So, jetzt wollen wir zum Abschluss noch Inklusion besprechen, der bisher besprochenen Räume. Der längliche Beweis, also was heißt längliche Beweis? Wir können jetzt gleich ganz kurz prägnant sagen, warum die einzelnen Inklusionen gelten. Müssen das also jetzt nicht mehr großartig begründen, sage ich mal. Und zwar wollen wir jetzt eben in Satz 7.10 noch so zusammenfassen, was wir jetzt an Beziehungen zwischen den Räumen haben. Und dann nach diesem Satz werden wir noch diese Integraloperatoren uns mal angucken, beziehungsweise das Integralfunktional angucken und da noch einen interessanten Satz zur Operatornorm dazu beweisen. Das heißt, wir haben dann quasi nochmal ein erweitertes Beispiel zu den in Kapitel 5 eingeführten Sachen, das wir aber in Kapitel 5 noch nicht hätten wirklich formulieren bzw. beweisen können. Also, wir nehmen uns 0 kleiner Alpha kleiner Beta kleiner 1. Und dann gelten die Inklusionen C1 AB, also der Raum der stetig differenzierbaren Funktionen, liegt in einem Groß Lambda hoch 1 von AB. Das ist wiederum in Groß Lambda hoch Beta von AB. Das heißt, wenn quasi der Exponent hier oben kleiner wird, dann wird der Raum größer. Das ist intuitiv sofort klar, weil dadurch wird nämlich die Hölder-Bedingung abgeschwächt. Das ist eine Teilmenge des abgeschlossenen Unterraums Lambda hoch Alpha AB. Das wiederum liegt in Groß Quark. In Groß Lambda hoch Alpha AB. Ja, und das ist wiederum in C von AB enthalten. Das heißt, diese Inklusionskette, die kriegen wir quasi raus. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz stichpunktartig begründen, warum die einzelnen gelten. Das hier haben wir im Beweis gezeigt von, Moment, die Nummer nicht im Kopf, 7.6. Da war das der Teil 2. Das ist diese Inklusion. Das hier ist die Inklusion, die der Unterraum selber liefert. Also das hier ist 7.6. So gesehen. Das hier ist klar, weil wenn das Alpha kleiner ist als Beta und wir das hier vorne haben, dann wird der Raum hier sozusagen kleiner, größer, Entschuldigung, und der Unterraum des entsprechenden kleineren Raums wird dann aber größer, weil da die Bedingung eben weniger scharf wird. Also das hier ist sozusagen Definition. Ja, das C1 AB in Lambda, dem hoch 1 liegt, das liegt einfach daran, dass es eine Teilmenge ist. Also was da drin liegen, sind stetig differenzierbare Funktionen, das heißt, deren Differenzenquotient existiert. Das heißt, das ist im Wesentlichen auch Definition, was dahinter steckt. Ja, und die Inklusion hier, da muss man einmal nachrechnen mittels der Definition dieser Gamma-Räume. Aber wenn wir halt eine Funktion haben, die Lipschitz-stetig ist, weil das hier sind ja sozusagen die Lipschitz-stetigen, dann ist die selbstverständlich Hölder-stetig mit jedem kleineren Exponenten. Das ist also intuitiv klar, erfordert also ein Nachrechnen. Das heißt, hier brauchen wir nichts mehr großartig beweisen. Die wichtigen Inklusionen, also die hier, die haben wir bewiesen.
Ne? Und der Rest ist halt Definitionsgeschacher. Und natürlich gelten dann dazugehörig Normabschätzungen, nämlich Norm F sub. Das ist kleiner gleich als die Norm F in dem Raum Lambda hoch Alpha. Das ist dieses eckige Klammern F mit dem Alpha unten dran. Das ist natürlich dann kleiner gleich als die Norm von F in dem Lambda hoch Beta, weil wie gesagt, wenn der Raum, wenn das Beta größer ist als Alpha, dann sind die Räume ja ineinander enthalten und dementsprechend kriege ich hier eine größere Norm im F raus. Das ist dann kleiner gleich als die Norm F in Lambda hoch 1. Das ist sozusagen eine Lipschitz-Norm, wenn man das so möchte. Und das ist dann wiederum kleiner gleich als die Norm von F in C1. Das heißt, die Inklusionen laufen so rum und die Abschätzung der Normen dann genau andersrum, weil hier sozusagen die kleinsten, also ja, die kleinsten Normen dann drin sind. Das dreht sich also sozusagen um. Wie gesagt, den Beweis, da wollen wir jetzt darauf verzichten. Das ist im Prinzip, also die Normabschätzungen folgen sozusagen aus den Inklusionen und die Inklusionen haben wir alle schon so ein bisschen behandelt. Was können wir jetzt hieraus direkt folgern? Wir können folgern, wenn wir 1 kleiner gleich p kleiner unendlich haben, dann folgt c von k ist dicht in LP von k. Oh, jetzt bin ich am Ende, unteren Ende der Seite angelangt. So, das ist eine Folgerung vom Charakter her. Das heißt, der Beweis, der wird jetzt nicht besonders schwierig. Aber man muss ihn einmal führen. Ich muss mir nur noch ein Skript reinschreiben, dass der auch im Video ist. Steht hier nämlich noch nicht. Man muss jetzt einfach alles zusammenfassen, was wir im Wesentlichen gemacht haben und lernen dabei eben noch so ein kleines Konzept kennen. Bevor wir mit dem Beweis aber wirklich anfangen, trinke ich nochmal einen Schluck. Wir wollen jetzt im Prinzip diese Dichtheit darauf zurückführen, dass CCK dicht ist in LP, beziehungsweise CCR auch N dicht in LP ist. Das heißt, jetzt gehen wir mal zurück an den Anfang des Kapitels und benutzen den eigentlich nicht bewiesenen Satz 7.2. Also 7.2 sagt uns, CC von R hoch N, also die Funktion auf R hoch N, die kompakten Träger haben, ist dicht in LP. Von R hoch N mit dem Lebesgue-Maß. Ich lasse das Lebesgue-Maß mal wieder weg. Jetzt nehmen wir uns mal ein G in LP von K raus. Ne, das K ist wieder unser kompakter metrischer Raum. Den schleppen wir ja schon seit Anbeginn des Kapitels mit uns mit. Und jetzt setzen wir G fort. Und zwar mittels der Funktion G Schlange. Und G Schlange von T, das soll einfach die Funktion sein, G von T. Für t aus k und 0 für t nicht in k. Also wieder sowas wie g mal die Indikatorfunktion auf dem Raum k von t. Ist so eine recht beliebte Fortsetzung, sage ich mal. Dann ist dieses g Schlange natürlich sofort in LP von r hoch n. Das heißt, es ist wirklich eine Fortsetzung auf r hoch n. Die muss nicht stetig sein, aber LP-Räume fordern keine Stetigkeit. Weil LP-Räume fordern ja nur die Existenz, also die Endlichkeit der zugehörigen LP-Norm. Wenn man das so sehen möchte. Und dementsprechend hat man das dann so. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eben dieses Zwischenresultat. Was existiert jetzt? Es existiert eine Folge. Und zwar in CC von R hoch N, die im Raum LP gegen dieses G konvergiert. Weil dieses G-Schlange, beziehungsweise dieses G hat ja, also dieses G hat als Fortsetzung durch G-Schlange ja kompakten Träger, nämlich gerade K, weil K kompakter metrischer Raum war. Das ist jetzt an dieser Stelle natürlich wichtig. Und diese Folge CC von R hoch N, die schränken wir jetzt einfach auf K ein. Ja, was passiert dann? Man erhält eine Folge, die folgende Ungleichung erfüllt. Ja, die Folge nennen wir jetzt mal
explizit. Die Folge heißt jetzt GK. Und GK soll eine Teilmenge sein, also jedes Element soll in C von K liegen. Mit, ja, was erfüllt die? Die erfüllt Norm G minus, Entschuldigung, GK in der LP-Norm. Die geht gegen 0 für K gegen unendlich. So, daraus ziehen wir dann sofort alles, weil damit haben wir die Behauptung. Weil was wollten wir zeigen? Wir wollten zeigen, dass C von K dicht in LP ist. Die Folge liegt in CK und nähert eine LP-Funktion beliebig genau an. Das heißt, wir haben gerade die Dichtheit. Das heißt, C von K abgeschlossen ist LP von K. Das heißt, die LP-Funktionen auf einem kompakten metrischen Raum bestehen gerade aus den stetigen Funktionen auf K und dem Abschluss der stetigen Funktion. Das heißt, man hat dadurch eine Charakterisierung der LP-Funktion über die stetigen Funktionen. Das ist relativ stark, was man da hat, theoretisch. Da kann man sich jetzt natürlich praktisch nichts draus basteln, aber man weiß, wie theoretisch, abstrakt die Vervollständigung von CK aussieht. Man nimmt nämlich den LP. Und das ist eine wichtige Geschichte. Ja, damit hätten wir auf jeden Fall die Folgerung bewiesen. Und es bleibt jetzt noch ein Satz, den wir als Beispiel formulieren, weil es nämlich ein Funktional ist, mal wieder. Und das ist eben gerade dieses Integral Funktional. Und da lernen wir nochmal eine kleine oder eine nette Möglichkeit kennen, so ein Funktional mal zu diskutieren. Also das ist Beispiel 7.12 und damit beenden wir dann auch das Kapitel. Und das ist folgender Satz. Wir nehmen uns eine kompakte Teilmenge des R hoch n. Und eine Funktion g in L1 von k, also wesentlich beschränkt, sozusagen, nicht wesentlich beschränkt, messbar, beziehungsweise integrierbar, wesentlich beschränkt für L unendlich. Genau. Und jetzt definieren wir dazu eine Abbildung, die eben dieses g festlässt, sozusagen, und in Abhängigkeit von g einen f abbildet, und zwar auf das Integral über k, also über diese kompakte Teilmenge, f von t, g von t, dt. Und das f, das kommt aus c von k, also das f ist stetig. Das sichert dann natürlich sofort die Existenz dieses Integrals, weil f von t mal g von t ist dann messbar. Das heißt, das Integral existiert und auf der unterkompakten Menge existiert sogar im eigentlichen Sinne. Also was folgt? JG ist stetiges lineares Funktional. Man könnte das natürlich auch einfach ausdrücken, es ist ein Element des Dualraums. Ja, also genau das tun wir jetzt. J von G ist ein Element von C von K Strich. Mit, und jetzt kommt die Norm dieses Funktionals, also die Operatornorm. Das soll einfach sein, das Integral über K Betrag G von T dt. Ja, aber das Integral über Betrag G von T dt, das ist natürlich einfach die L1-Norm. Ja, das müssen wir jetzt nur noch beweisen. Auch der Beweis läuft jetzt nochmal in drei recht einfachen Schritten. Bei einem ist ein kleiner Trick dabei, aber ansonsten läuft das straightforward durch. Also erstens, was natürlich gilt, ist folgendes: Wenn ich den Betrag J von G von F nehme, dann ist das sicherlich kleiner gleich die Norm von G L1 mal die Norm von F in der Supremumsnorm. Das haben wir in 3,4, also in Formel 3, beziehungsweise in Nummer 3,4 gemacht. Das ist nämlich gerade, wir gucken uns das auch nochmal an. Das ist nämlich gerade die Hölder-Ungleichung. Ne? Das haben wir hier stehen. Wir haben P und Q, die sind gerade zueinander korrespondent, wenn man so möchte. Und dann können wir da hier diese Abschätzung draus ziehen. Weil was hier im Integral steht, ist natürlich gerade die Norm von FG in der L1-Norm. Das heißt, das ist die Hölder-Ungleichung angewandt. Haben wir das auch mal wieder. Ne? Und damit können wir schon mal sagen, dass die Operatornorm sicherlich kleiner gleich die Norm G in der L1-Norm ist. Denn die Operatornorm wird ja gebildet über alle f in der Supremumsnorm gleich 1. Und dementsprechend haben wir hier sofort eine Abschätzung nach oben. Damit ist das Ding auf jeden Fall schon mal beschränkt. Das heißt, J von L1 von K. Quatsch. Ja, doch. Als Funktional nimmt es ja eine Funktion in L1 von K entgegen, weil davon hängt ja das J von G ab, schießt aber weiterhin in den Dualraum, weil da wird ja hinterher dann die Abbildung gegeben durch das F.
Das ist auf jeden Fall stetig linear. Und diese Abbildung, die ist tatsächlich auch ein Operator. Das Funktional ist nur, wenn ich das G schon fixiert habe. Aber wenn ich einen G aus L1 in diese Abbildung reinstecke, dann kriege ich ja als Ergebnis sozusagen gerade das Ding hier raus. Und das ist dann funktional. Das heißt, hier haben wir eine Abbildung als Operator von L1k in den Dualraum. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil der Operator hier, der wird nur dann zum Funktional, wenn ich jetzt dahinter sozusagen nochmal wirklich eine Funktion f in ck reinschmeiße. So, im zweiten Schritt wollen wir uns jetzt anschauen, dass wirklich die Operatornorm gleich ist, beziehungsweise das, was ist denn 7.9? Ja, doch, dass diese Gleichheit unten gilt. Also nun sei g in c von k und Epsilon größer 0. Jetzt basteln wir uns eine Hilfsfunktion f. Das soll einfach sein g von t, und zwar komplex konjugiert durch den Betrag g von t plus Epsilon. Das komplex konjugiert ist ein eleganter Trick. Warum, werden wir gleich sehen. Was auf jeden Fall damit folgt, dass f ist dann in c von k, da wollen wir es ja haben. Und die Supremumsnorm von f, die ist kleiner gleich 1. Weil das hier unten, das macht ja das Betrag g von t ein bisschen größer. Das hier oben ist sozusagen fast der Betrag g von t, weil wir ja im Wesentlichen nur das Vorzeichen ändern. Im Imaginärteil, wir haben aber keinen Imaginärteil, sondern das ist einfach nur eine schlichte Hinschreibung. Das heißt, wenn ich hier jetzt die Supremumsnorm nehme, dann ist die auf jeden Fall kleiner gleich 1. Also ist das f in der Einheitskugel, da wo wir gleich die Operatornorm auch brauchen. Und jetzt rechnen wir nach. Was passiert mit j von g angewandt auf dieses f? Das ist ja erstmal nichts anderes als das Integral k. Ja, g von t quer mal g von t geteilt durch Betrag g von t plus das Epsilon. Das ganze dt. Ja, und hier oben steht jetzt komplex konjugierte mal Zahl selber, und das ist nach Anna 1, Lina 1 oder wenn man Funktionentheorie gehört hat, das ist einfach der Betrag g von t zum Quadrat durch den Betrag g von t plus das Epsilon dt. Ja, und das machen wir jetzt ein bisschen kleiner, indem wir hier oben im Nenner was abziehen. Und zwar ziehen wir ab in Epsilon Quadrat. Warum ziehen wir das ab? Dann steht oben im Zähler nämlich eine binomische Formel und wir können hier ein bisschen was rauskürzen. Was bleibt nämlich stehen? Es bleibt stehen das Integral über k über den Betrag g von t minus Epsilon dt. Naja, und das ist jetzt gerade nichts anderes, als wenn ich das auseinanderziehe. Hier vorne steht die L1-Norm von g als Integral. Und da hinten bleibt stehen minus Epsilon mal das Integral k über 1. Und das ist gerade das Volumenelement, also das Lebesgue-Maß der Menge k. Und die Menge k war ja als kompakte Menge messbar, weil beschränkt. Im R hoch n wohlgemerkt. So, jetzt lassen wir das Epsilon gegen 0 gehen. Und dann folgt, womit haben wir angefangen? Jg von f, also Norm Jg von f ist größer gleich Norm GL1. So, jetzt haben wir im Prinzip schon mal fast alles fertig. Das Problem ist nur, diese Abschätzung hier, die gilt nur für G aus CK. Wir wollen sie aber haben für G in L1 von K. Und jetzt kommt so ein ganz klassischer Dichteschluss, der den Beweis vervollständigt. 7.12, das ist das, was wir 7.12, 7.11. Das ist das, was wir gerade direkt im vorigen bewiesen haben. Das sagte ja gerade, C von K ist dicht in LP. Jetzt setzen wir das P mal konstant auf 1, dann sind wir gerade in unserem Fall hier. Das heißt, es existiert eine Folge GJ in C von K, die Eigenschaft hat, dass sie das G, was ja in was ja dann in L1 liegen soll, beliebig genau approximiert in der L1-Norm.
Wir sagen mal, G soll jetzt mal aus L1 von K sein, weil hier oben ist es noch in C von K. Wir wollen jetzt also quasi von C von K das mit Dichteschluss übertragen auf L1 von K. Damit haben wir dann Folgendes. J von G in der Operatornorm, das ist jetzt nichts anderes als der Limes J gegen unendlich über J von GJ. Das ist dann nichts anderes als der Limes J gegen unendlich über die Norm GJ in der L1-Norm, weil für die stetigen GJ haben wir das ja in 2 gezeigt, dass das gleich ist. Und jetzt ist die Norm selber wieder stetig, das heißt, wir können es reinziehen und erhalten GL1 in der Norm und zwar für G in L1 von K. Und das war gerade die Behauptung. Also, das ist ein ganz, ganz typischer Dichteschluss, den wir hier machen. Auch vom Beweis her wirklich super simpel. Ist ein Beweis, den wir auch nochmal wieder, also ist eine Tatsache auch, die wir nochmal aufgreifen werden, weil dieses J ist in echt noch mehr, als wir das jetzt gerade hier vorgesetzt haben. Das werden wir im nächsten Kapitel diskutieren. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir das erstmal ganz elegant geschafft. Nächstes Kapitel ist ein gutes Stichwort. Wir wollen kurz noch einen Ausblick geben. Und zwar im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns mit Isomorphien. Das ist eine sehr wichtige Klasse von Funktionen, die charakterisiert, wann Räume sich im Wesentlichen gleich verhalten. Und dann werden wir sehen, dieses J ist eine Isomorphie. Und das ist eine spannende Aussage, weil damit können wir viel anfangen. Weil damit haben wir dann nämlich noch ein bisschen mehr. Da wollen wir dann aber im nächsten Kapitel noch ein bisschen mehr zu sagen. Und wir werden dann in Kapitel 8 ein sehr elementares und auch von der Idee her sehr einfaches Fortsetzungsprinzip kennenlernen, mit dem wir dann nochmal Integrale konstruieren können. Und das ist sozusagen der Plan für die nächsten zwei Kapitel. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Ding, aber auch diese Integralkonstruktion wird ein bisschen theoretisch und ein bisschen trocken. Das muss ich leider vorweg schon mal sagen, aber dafür ist das Ergebnis hinterher sehr nett. Gut, ja, das wäre es von meiner Seite zu Kapitel 7. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, schreibt die einfach hier unten drunter. Ich bemühe mich dann im Rahmen meiner Kenntnisse, das zu beantworten. Gleichsam, wenn es Fehler gibt, bitte auch unten in die Kommentare. Dann bin ich nicht vorgefeiert. Ich möchte auch nicht sagen, dass hier alles hundertprozentig stimmt. Ich bin mir nur relativ sicher, dass da keine größeren Kinken drin sind. Und in diesem Sinne sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, weil ich hoffe, ich bringe das nicht allzu trocken rüber. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.